Ich möchte euch zeigen, wie ihr Dammmüttier am besten besiegt. Dazu stelle ich die entsprechenden Konter vor. Am Samstag, den 23.12.23, gibt es zum ersten Mal Dammmüttier in Raids. Denn dann ist sogar möglich, Dammmüttier als Shiny zu fangen. Und diese Wahrscheinlichkeit für ein Shiny Dammmüttier ist an diesem Raid-Tag von 14 bis 17 Uhr sogar erhöht. Und zusätzlich bekommt man sogar 5 extra kostenlose Raid-Pässe bzw. das Fernraid-Pass-Limit wird auf 10 erhöht. Falls ihr euch fragt, woher euch das so bekannt vorkommt, hier ist Dammherplex. Das ist in anderen Pokémon-Spielen die Vorentwicklung von Dammmüttier. Das heißt, da kann man Dammherplex weiterentwickeln zu Dammmüttier. Eine andere Version von Dammherplex, das immer zu Weihnachten auftaucht, ist dieses Dammherplex zum Beispiel mit den Glocken. Dammmüttier ist ein Normal- und Psycho-Pokémon und dementsprechend ist es effektiv Unlicht und Käfer. Als Mega-Entwicklung würde sich am besten Mega-Despota anbieten mit Biss und Wirbler oder Mega-Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere. Genauso wie ein Hundemon in der Mega-Form mit Standbauke und Schmarotzer. Oder ein Mega Sherox mit Zornklinge und Kreuzschere. Beziehungsweise es würde auch gehen, wenn man nichts anderes hat, zum Beispiel ein Mega Bibor mit Plage und Kreuzschere. Aber die vorherigen sind natürlich die bessere Wahl. Alternativ könnte man zum Beispiel auch noch ein Mega Absol nutzen mit Standbauke und Finsteraura. Ansonsten nutzt man Pokémon wie Despota mit Biss und Wirbler, Zarude mit Biss und Finsteraura, Darkrai mit Standbauke und Finsteraura, ein Trikefalo mit Biss und Wirbler, Sherox Krypto-Version muss nicht sein, geht auch die normale Version mit Zornklinge und Kreuzschere, sogar ein Yanmega, was man nicht so oft einsetzt, mit Käferbiss und Käfergebrumm wäre einsetzbar. Das liegt einfach daran, da dies ein 3-Sterne-Raid wahrscheinlich sein wird und dementsprechend soll der nicht so schwer zu besiegen sein. Wahrscheinlich auch ganz alleine, höchstwahrscheinlich ganz alleine, wenn man die Pokémon entsprechend Power-Up gemacht hat. Genauso wie mit einem Kavalanzas, den man nutzen kann, mit Käferbiss und Vielender. Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere. Man sieht schon wirklich ganz ungewöhnliche Pokémon, die man sonst nie einsetzt, aber gegen diesen leichteren sollte es funktionieren schön, wie auch ein Grammschiff. Hier zwar die Krypto-Version, ist aber nicht nötig, mit Standpauke und Finsteraura. Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer. Zoroark mit Standpauke und Schmarotzer. Und natürlich auch mit einem Tengulis mit Finde und Schmarotzer. Wie schon gesagt, wenn man seine Pokémon entsprechend Power-Up gemacht hat, sollte der auch schön allein schaffbar sein. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein Video von mir verpasst.